Es ist B. Ja, ich komme ja aus Frankfurt, wie eben schon gesagt wurde, und als wirklicher Frankfurter kennt man den Struwwelpeter. Kennt ihr den? Hat er euch auch traumatisiert? Ihr tut mir leid. Und deshalb habe ich mal eine neue Fassung geschrieben, weil ich mir dachte, ey, es kann nicht sein. So viele Kinder werden traumatisiert damit. Die checken es meistens erst viel später, dass sie traumatisiert sind. Aber auch das muss nicht sein. Und deshalb habe ich ihn mal neu geschrieben. Und das ist der Struwwelpeter neu verfasst. Der Struwwelpeter neu verfasst. Zeitgerecht und angepasst für die Kinder heutzutage, die nicht verstehen, warum die Haare und die Fingernägel, solange sie waren, für jemanden ein Problem ergaben, heißt nun, wer hätte es gedacht? Hipster Kevin, dem sein Cousin und die Ische aus der Nachbarschaft. Damit auch jeder nun versteht, worum es in den Geschichten geht. Kapitel 1. Hipster Kevin war ein Zauselzottel. Ja, er trug zerzaustes Haar und einen zotteligen Bart. Er war alternativ, las alte Poesie sowie alles andere, was sonst halt keiner liest. Alles in schön verschachtelten Sätzen, eingebunden in abgenutzten gelben Reklamheften, und neben seinem Buch von Freud ist auch immer seine Polaroid mit dabei, trägt ein T-Shirt von Pink Floyd, obwohl er nicht einmal weiß, wer diese Band eigentlich ist. Doch genau das ist gerade hip. So schön underground, und underground kommt gut an bei Frauen. Auf die Kunst der Welt ein wenig anders schauen macht sich auch nicht gerade schlecht. Und so steht er im Museum und entdeckt, dass hinter jedem großen Berg noch viel mehr dahinter steckt, dass hinter jedem Tupfer von Monet eine tiefe Botschaft steht. Und als er gerade die Vergänglichkeit des Moments im horizontalen goldenen Schnitt erkennt, wird er von einem alten Mann in seinem tiefen Gedankengang einfach unterbrochen. Der alte Mann guckt ihn an und sagt, ja, du stehst hier nun schon seit 2 Wochen. Weswegen ich dich jetzt mal frage, was dich so fasziniert. Denn du stehst hier vor einem leeren Blatt Papier, das ich aus Jux und Tollerei an die Wand gehangen habe. Doch du nahmst dir die Zeit und hast Kunst daraus gemacht. Niedergeschlagen sieht Kevin ein, dass zu enge Jeans, Hornbrillen und Jutebeutel allein, auch nicht kombiniert mit Mateflaschen, einen Menschen wirklich smarter machen. Kapitel 2. Seht, da steht der Jerome, der mit 30 noch bei Mutti wohnt, der zwar Hartz IV empfängt, dennoch ein Mercedes-Benz in Schwarz-Matt vor der Türe stehen hat, der in Bomberjacke und Steroiden vollgepumpt in ausgelatschten Adiletten, mit selbstgestopften Zigaretten, mit selbstrasierten Boxerschnitt, eine Hand tief im Schritt, die andere um ein Bier geklammert, vom Arbeitsamt steht und jammert. Hat die Hauptschule abgebrochen, sich das Hirn weggesoffen, und dennoch besteht er darauf, dass der Flüchtling ihm die Arbeit klaut. Und so schließt er kurzerhand sich der Pegida-Meute an und schreit mit mäßigem Erfolg, wir sind das Volk. Bachmann, Thalacker und Derbitz erhören diesen Scherzkicks und verschaffen ihm einen Führungsposten, den er nun schon seit 3 Wochen innehat. Ihm wurde nur befohlen, ein paar neue Hassparolen sowie an berühmten Sprüchen rumzufeilen, sie ein wenig rumzuschreiben, und so entstand aus seiner Hand, die Deutschen brauchen auch einen Trump. Doch das hört Herr Demokratie, der bis eben gerade noch schlief und erzürnt, dass man ihn weckt, den Nazi in ein Schlauchboot steckt. Und da dümpelt er nun umher auf dem großen, weiten Meer. Kapitel 3. Wenn Jeremy nach draußen lief, ein Pokémon seinen Namen rief, und er, sein Smartphone in der Hand, schaut nur auf den Bildschirm und sucht gespannt nach einer Arena für Team Rot. Er sieht den Bus nicht. Jetzt ist er tot. Kapitel 4. Dankeschön. Kapitel 4. Ich bin laktoseintolerant, schließt der kleine Hans. Glutenunverträglich?
Bin ich auch. Ja, ich glaube, mir reichen Chiasamen und etwas Lauch vielleicht zu meinem Geburtstag. Und an hohen Feiertagen auch mal ein oder zwei Pastinaken, denn Dinge, die so einen schönen Namen haben, können meinem Körper ja nicht schaden. Doch die Mutter macht sich große Sorgen. Ihr Hans war doch gerade erst 5 geworden, doch im Stillen denkt sie sich, ach, mein kleiner Bub, der weiß doch nicht, was Gluten oder Laktose ist. Und sie hat recht. Der kleine Hans weiß es nicht, doch dafür weiß es seine App. Und so sitzt er am Frühstückstisch, scannt das Essen ab und wischt über den Bildschirm seines Smartphones. Und mit immer größer werdendem Argwohn bemerkt er schließlich, Mama, Papa, unser Konsum an ökologisch verwerflichen Speisen ist ja riesig. Und er echauffiert sich über seine Mutter, die auf sein glutenfreies Brötchen, zwar extra keine Butter, dafür Fett-Nutella schmiert. Mutter, bist du komplett von Sinnen? In Nutella ist auch Palmöl drinnen. Es dauert nicht lang. Da bemerkt der kleine Hans, dass er jeden kleinen Leckerbissen mit seinem Gewissen nicht mehr vereinbaren kann. Ich muss Veganer und Fruktarier sein. Flexitarier kommen mir nicht in die Tüte. Nein, ich muss Mitglied bei PETA und WWF gegen CETA und das World Wide Web und all die anderen Verbrecher sein. Denn jedes Verbrecherschwein hockt auf dem gesamten Kapital. Doch ihm ist egal, was so global die Welt zu sagen hat. Schürt bloß großen Weltenhass. Macht alle diese Wälder platt zwischen abgeholzten Waldbeständen, abgenutzten Kinderhänden und verschmutztem Ölverschwenden. Merkt er nicht, wie unsere Pole schmelzen. Und er zürnt über die Missstände der Welt. Vergisst der kleine Hans sich selbst und dass man mit 5 Jahren nicht die Welt verändert, indem man Veganer ist. Dankeschön. Ich bin laktoseintolerant, beschließt der kleine Hans. Glutenunverträglich? Bin ich auch. Ja, ich glaube, mir reichen Chiasamen und etwas Lauch vielleicht zu meinem Geburtstag. Und an hohen Feiertagen auch mal ein oder zwei Pastinaken, denn Dinge, die so ein...